dass nur noch jeder 20. Mensch kerngesund ist, die schlussendlich die Urursache der Alzheimer-Krankheit sind, wo Menschen sich bewusst zur Dose stürzen, obwohl wir eine hochwissenschaftliche Medizin haben, waren die Mittel, uns zu unterstützen, sehr bescheiden. Professor Armand Jensen, Psychologe. Bevor das Video losgeht, vielen lieben Dank, dass du diesen Kanal schaust. Es bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Ich habe nur eine kleine Bitte an dich. So wie ich die Analytics sehe, schaust du in der Regel 8 Minuten jedes Video. Das ist überdurchschnittlich. Bitte abonniere doch diesen Kanal, denn das sorgt dafür, dass YouTube die Videos noch vielen weiteren Menschen anzeigt, die dann damit ihre Gesundheit aufs nächste Level bringen können. Ich danke dir von Herzen und jetzt los geht's mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast und vielleicht sollten wir bald sagen, der Vegan Longevity Podcast, denn heute geht es um ein weiteres Mal und diesmal mit einem Top-Experten, nämlich Professor Armand Jensen, live zugeschaltet aus Österreich von der wunderbaren Firma Samina. Heute geht es wieder um Longevity und vor allem, wie der Schlaf das gesunde, lange Leben beeinflusst. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch erwähnt, dass wir heutzutage die Chance haben, wirklich auch länger und gesünder zu leben. Aber wir dürfen was dafür tun. Was genau du dafür tun kannst und was Professor Armand Jensen dazu auch schon für sich selber getan hat, das erfährst du heute in dieser wunderbaren Episode des Vegan Podcast. Und jetzt sage ich erstmal Hallihallo und wunderschönen guten Morgen, lieber Günther. Ich hoffe, dir geht's gut und ich frage, wie gut geht's dir und wie gut hast du heute geschlafen? Genau, also vielen Dank für die Einladung, Christian. Freue mich natürlich immer, mit dir zu plaudern. Ja, also mein Schlaf ist im Moment super gut. Das heißt, das Wetter lässt es auch jetzt wieder viel besser zu. Die Nächte kühlen wieder ab, wir können besser schlafen. Ich bin an meinem neuen Bestseller dran, der wird dann im Frühjahr herauskommen. Bin also voll beschäftigt, habe jeden Tag ein sinnerfülltes Leben, weiß, wo ich hin muss und pflege natürlich nach wie vor meinen Schlaf, meine Gesundheit. Und darüber werden wir heute reden. Du hast es schon gesagt, wir haben es selber in der Hand. Die Menschen unterschätzen immer, wie viel sie tatsächlich selber in der Hand haben. Und vielleicht zum Einstieg möchte ich ein altes Konzept ausgraben, das heute mehr oder weniger nicht mehr sehr präsent ist, nämlich das Prinzip der Salutogenese. Man hört zwar jetzt immer wieder öfter davon, eine Zeit lang war da fast eine Totenstille und in den 60er, 70er Jahren hat ein Soziologe ein Konzept entwickelt, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat, nämlich seine Kernfrage war, wie entsteht Gesundheit? Also ein hochspannendes Thema und er hat dann natürlich einige Theorien aufgestellt und hat natürlich auch den Schlaf nicht vergessen. Ich habe sein Konzept und sein Modell in den letzten Jahren ein bisschen überarbeitet und erweitert, weil in den 50 Jahren ist jetzt so viel passiert mit unserer Umwelt, mit uns Menschen, mit den Krisen, dass das, was er damals quasi in den Fokus genommen hat, nicht auslangt. So, und wenn wir darüber nachdenken und vielleicht auch noch, was interessant ist, die Gesundheit, und das ist wichtig zu verstehen, das ist kein Zustand, auch die Krankheit ist kein Zustand. Es sind beides Prozesse und diese Prozesse laufen jede Sekunde gegeneinander. Und manchmal ist mehr Gesundheit da und manchmal ist mehr Krankheit da. Und jetzt ist natürlich die Kunst dafür zu sorgen, dass wir mehr Gesundheit produzieren. Und was den Professor Antonowski noch interessiert hat, war natürlich die Frage, wie kommt es, dass Menschen unter gleichen Lebensbedingungen gesünder sind, quasi die Probleme, die aus der Umwelt, die psychologisch, psychisch entstehen, dass die das alles besser verkraften. Und das hat dann zur Erkenntnis geführt, dass diese Menschen resilienter sind. Das ist jetzt ein Wort, das wir schon besser wieder kennen, die Resilienz. Das heißt also,
Man könnte das ein bisschen lustig so beschreiben, ein resilienter Mensch ist ein Stehaufmännchen, oder? Wenn da ein Lüftchen kommt, oder, dann bläst er nicht gleich um. Und wenn es ihn umbläst, dann jumpt er sofort wieder hoch und geht wieder seinen Dingen nach. So, und heute geht es jetzt um das Thema Langlebigkeit. Und wenn ich ein bisschen so in den Statistiken herumwühle, und du weißt, ich bin auch ein Studienfreak, ich wurde jahrelang gequält mit meinen quasi Ideen und Innovationen und jeder gefragt, ja, wo sind die Studien? Und dann musste ich natürlich am Anfang die Leute enttäuschen und sagen, ja, am Anfang ist alles Empirie, am Anfang gibt es keine Studie. Wenn du ein neues Projekt angehst, wo willst du dann eine Studie hernehmen? Oder wenn ich jetzt also an das Schrägschlafen denke oder an die Körpererdung, mit der ich schon vor 40 Jahren begonnen habe. So, Langlebigkeit. Ja, wir wissen heute, die durchschnittliche Lebensdauer bei den Männern, die liegt aktuell, also wenn wir jetzt eine deutsche Statistik hernehmen, bei 78,3 Jahren. Die Frauen haben in der Regel 2-3 Jahre längere Spanne, also irgendwo 80 ist so ein Datum, auch jetzt auf die Zukunft bezogen, oder? Das heißt also, die Lebenserwartung ist im Laufe der letzten Jahrzehnte eindeutig gestiegen. Weißt du, wie viel statistisch dann davon auch kranke Jahre sind? Ich habe mal gehört, gerade wenn es dann natürlich ins ältere Semester geht. Genau, also das ist genau das Thema. Jetzt kommt das Thema. Und dieses Thema, oder, wenn wir das jetzt wirklich ganz bewusst und gezielt angehen und sagen, wie schaut eigentlich unsere Ausgangslage wirklich aus? So, und da... Ja, da braucht es jetzt ein bisschen starke Nerven, weil da gibt es eine Studie und die zitiere ich, seit diese Studie herausgekommen ist im Jahre 2015. Das war bisher die weltgrößte Studie zum Thema, wie gesund ist die Weltbevölkerung. Und die Studie ist 20 Jahre gelaufen, von 1993 bis 2013. Es haben über 180 Länder weltweit mitgemacht. Es war die WHO dabei. Es waren die üblichen Superuniversitäten, Stanford und bis hin auch zu Oxford und alle, die wir kennen. Die Harvard University ist im medizinischen Bereich auch ganz stark. Und 2015 wurde das Ergebnis im Lancet, Lancet ist also ein Wissenschaftsmagazin, wurde das veröffentlicht. Und das war einer der größten Schocks für alle, die sich mit Gesundheit beschäftigt haben, aber auch für die Medizin. Es ist herausgekommen, dass nur noch jeder 20. Mensch kerngesund ist. Und wenn du jetzt ein bisschen eine Kopfrechnung machst, dann merkst du, das sind magere 5%. Das heißt, 5% der Menschen sind kerngesund. Wie war da die Definition? Hast du die doch kurz im Kopf? Also haben wir ja, Allergien und so weiter? Es geht immer um die gleichen Sachen, oder? Es geht natürlich immer um die Themen, an welchen Dingen versterben die Menschen. Und da ist natürlich nach wie vor Herz-Kreislauf, Krebserkrankungen, oder? Also die üblichen Verdächtigen, die wir seit vielen Jahren kennen, die sind ganz vorne. Und in die Richtung werden natürlich vor allem die Menschen untersucht. Wenn du eine gesunde Untersuchung machst, oder, dann weißt du ungefähr, was auf dich zukommt, oder? Dann werden Bluttests gemacht, dann wirst du körperlich untersucht, dann werden deine Organe quasi analysiert und dann werden gewisse Tests gemacht, um herauszufinden, oder, wie ist wirklich die Ausgangslage und wie schaut das aus, oder wie sehen Blutdruck und so weiter. Aber ist spannend, du wirst uns bestimmt diese Studie als Link schicken, die können wir ja gerne verlinken, genau, für diejenigen, die da mehr wissen. Es geht auch um den Body Mass Index und viele andere Dinge. Genau. Also das hat alles Wechselwirkungen auf die Gesundheit. Das, was man natürlich aus meiner Sicht leider zu wenig untersucht hat, ist der Schlaf. Mit dem hat man sich, weil der Schlaf nach wie vor in der Wissenschaft, in der Medizin unterrepräsentiert ist, da hat man sich damit nicht beschäftigt, aber... Er wird immer fälschlicherweise als so selbstverständlich genommen, oder? Genau. Also was ein Quatsch ist. Ich habe daraus natürlich gleich eine Regel gemacht. Rein statistisch sind in Deutschland, und das können wir hochrechnen auf den ganzen deutschsprachigen Raum, haben wir bei den Erwerbstätigen über 80% Schlafgestörte. Das heißt also, die schlafen schlecht,
die schlafen gestört, die schlafen zu kurz und die haben auch keinen erholsamen Schlaf mehr. Und aufgrund dieser Studie habe ich dann die Hypothese aufgestellt, wir haben nicht 80% Schlafgestörte, sondern wir haben 95% Schlafgestörte. Warum? Weil ich weiß, es gibt keinen gesundheitlich angeschlagenen, kranken Menschen, der gut schlafen kann. Und wenn 95% der Menschen eine und ab dem 50., 60. Lebensjahr mehrere Gesundheitsstörungen haben, dann ist für mich logisch abzuleiten, die Leute haben einen ganz gestörten Schlaf. Und es geht ja so weit, dass wir heute wissen, dass die Schlafstörung nicht nur ein Symptom von Gesundheitsstörungen ist, sondern dass die Schlafstörung eine Urursache der Krankheit ist. Das heißt also, wir haben heute viele Zivilisationskrankheiten, die ursächlich mit schlechtem und zu kurzem Schlaf zusammenhängen. So, und jetzt könnte man eigentlich. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Reden wir da hauptsächlich von den Industrieländern, also hier von. Ja, natürlich. Also die Industrieländer und dort, wo die Wirtschaft läuft, oder? Das ist einfach die Erfahrung, dort, wo es prosperiert. Dort, wo es kracht, oder dort schlafen die Leute schlecht. Und nochmal ganz kurz zurück zu der Studie. Sind dann quasi auch in den anderen Ländern 95% der Menschen mit anderen Krankheiten? In der Studie findest du eigentlich länderspezifische Hinweise. Und die, sage ich einmal, die Grunderkrankungen sind natürlich verschieden, oder? Also in den USA haben wir heute schon, weiß ich, über 50% Übergewichtige, wir haben 30-35% sogar fettleibige Menschen, oder wo eigentlich schon ins Krankhafte geht. Also je nach Land, oder? Ist Deutschland kommt direkt danach. Genau, oder? Nach UK. Da sehen wir der Halteapparat, die Muskulatur, die Wirbelsäule und alle diese Sachen sind natürlich je nachdem, was die Menschen machen, mehr oder weniger beansprucht. Aber es ist jetzt einmal irgendwo ein Querschnitt und es ist einmal ein Hinweis, oder, wo die Reise hingeht und wo wir stehen. Und jeder von uns, wir brauchen uns ja nur ein bisschen umhören, wir sehen es ja selber, wer ist wirklich kerngesund? Ja, also ab einem gewissen Alter hat doch jeder seine Zipperlein, die Leute schlucken Medikamente, Bluthochdruck, Cholesterinsenker, Antidepressiven oder Schlafmedikamente. Ich denke, das geht alles einher. 95% der Menschen sind nicht mehr kerngesund, also nehmen wir 95% der Menschen wahrscheinlich irgendwelche Medikamente. Da reden wir jetzt wahrscheinlich nicht von Nahrungsergänzungen. Ja, also ich würde es nicht so hoch ansetzen, aber klar ist, die Pharmazie, oder man muss vielleicht immer ein bisschen unterscheiden, rezeptpflichtige Medikamente und sage ich einmal, frei zugängliche Medikamente. Aber wenn wir das so sehen, dann hast du vollkommen recht, oder? Dann nehmen ein Großteil der Leute irgendwelche Dinge ein. Und die Bewussten, die Gesundheitsbewussten, oder? Die suchen natürlich ihr Heil in der Naturheilkunde, die suchen ihr Heil eher in der integrativen Medizin und die werden sich eher mit Nahrungsergänzungsmitteln, gesunder Ernährung und so weiter beschäftigen. Also wir sehen jetzt bereits an diesem Punkt, ohne dass wir ganz tief einsteigen, wie man sich vorstellen kann, auf diesem Planeten lange zu leben. Automatisch funktioniert das nicht mehr. Das heißt also jetzt einmal zumindest in den Industrienationen. Und wir reden ja, also meine Botschaften betreffen einmal in erster Linie den deutschsprachigen Raum mit 100 Millionen Einwohnern, da wo wir zu Hause sind. Um die Menschen wollen wir uns kümmern. Und das wobei ist ja vielleicht ganz kurzer Einsatz, du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass vor 300 Jahren, 200 Jahren und so weiter die Menschen gar keine Chance hatten, so alt zu werden. Genau, und jetzt haben wir eigentlich die Chance und vermasseln uns selber sozusagen. Genau. Jetzt haben wir die Chance, wirklich gesund alt zu werden. Darum soll es ja auch heute gehen. Was sind da die Tipps? Was sind deine Ergebnisse? Nur das dürfen wir bewusst sein und das hast du jetzt super gut rausgearbeitet, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir jetzt die magische Pille schlucken und dann eben gesund alt sind, sondern es ist Aufwand. Wir dürfen uns dafür was tun und natürlich dürfen wir auch das Wissen haben, was du uns heute bereitstellst. Genau, genau. Und um das geht es, oder? Und dann kehren wir noch einmal zurück zum Kollegen Antonowski. Und er hat ja schon damals gesagt, du hast eigentlich
90% deiner Gesundheit selber in der Hand. Und dasselbe trifft auf den Schlaf zu. Das heißt also, wir haben selber in der Hand, wie lange wir schlafen, wann wir ins Bett gehen, wann wir aufstehen, wie unser Schlafplatz ausschaut, wie unser Schlafraum ausschaut. Das haben wir alles selber in der Hand. Wenn wir das allerdings der Matratzenindustrie überlassen oder im anderen Bereich der Pharmazie, oder, dann haben wir natürlich schon von vornherein wieder schlechte Karten. Und das trifft auf alles zu, oder? Überall dort, wo Industrialisierung dahinter steckt, oder? Und das ist jetzt ja auch ein bisschen das Problem geworden der Industriemedizin. Das haben wir jetzt ja in der Pandemie bemerkt, obwohl wir eine hochwissenschaftliche Medizin haben, waren die Mittel, uns zu unterstützen, sehr bescheiden aus der Medizin. Also das kann man so zusammenfassen, ohne jemanden direkt näher treten zu wollen. Das hat jeder an sich selber gespürt. Und schon damals haben die bewussten Menschen versucht, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Also nicht zu delegieren, sondern einfach Hausverstand einschalten und darüber nachdenken, was bedeutet das, wo geht die Reise hin und was muss ich tun. Und Trantanowski hat eben gesagt, du hast deine Gesundheit selber in der Hand und hat dann einige Schlüsselfaktoren oder Säulen aufgestellt. Und nachdem ich jetzt gerade an einem Buch dran bin, ist es natürlich ein wichtiges Kapitel, die Salutogenese und wie wir diese Grundsätze der Salutogenese nutzen können, um gesünder zu sein. Jemand, der gesund ist, hat natürlich immer die Absicht, gesund zu bleiben. Und jemand, der nicht gesund ist, hat die Absicht, wieder gesund zu werden. So, das ist so mal die Geschichte. Und jetzt darüber hinaus gibt es natürlich die Idee, und diese Idee, die ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten gewachsen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können, und manche sagen das auch ganz bewusst, älter werden. Wo ich in den 70er, 80er, 90er Jahren mein Schlafkonzept vorgestellt habe, ist zum Beispiel ein 70-jähriger Mensch an meine Beratung oder in meine Beratung gekommen. Und er hat es dann alles angeschaut und hat dann gesagt, das ist super, was Sie da machen, aber für mich lohnt sich das nicht mehr. Ich bin schon 70 Jahre alt. Heute, wenn der 70-Jährige kommt zu mir, dann sagt er, Juche, endlich habe ich jemanden, oder, der sich jetzt um meinen Schlaf, um meine Gesundheit kümmert, weil ich will 100 werden. Das heißt also, die Menschen haben heute eine andere Motivation, wirklich alt zu werden. Und du hast es richtig gesagt, jetzt ist die Kunst, gesund alt zu werden. Und du hast vorher auch schon etwas Richtiges gesagt. In dieser Studie ist natürlich auch herausgekommen, dass wir bereits 30% unseres Lebens mit Krankheiten und Verletzungen verbringen. So, das heißt also, ein Drittel unseres Lebens geht unter Anführungszeichen flöten, indem wir nicht gesund sind. Und das heißt also, mein Konzept der Lebensverlängerung geht eigentlich in zwei Richtungen. Ich will das bestehende Leben optimieren und da ist die Ansprache vor allem an die Jungen und will natürlich dann, wenn der Mensch wirklich älter ist, den Leuten Unterstützung geben, wie sie tatsächlich gesund alt werden können. Und willst du dich da selber in die Richtung jetzt, sag ich mal, allumfassend oder ist dein Fokus nach wie vor auf Schlaf? Denn ich finde natürlich deine Einstellung hervorragend, wie du schon im Vorgespräch, also in der Einleitung erwähnst, mein zukünftiger Bestseller. Also auch das ist ja quasi, finde ich, ein Bestandteil des Lebens. Du hast eine Vision, du hast einen Sinn in deinem Leben, das hast du schon erwähnt, ganz am Anfang. Und du hast hehre Ziele und weißt genau, was eintreten wird. Also und da sind schon so zwei Goldnuggets, finde ich. Also ich werde jetzt am 2. Oktober 70 und ich habe beschlossen, dass mein 71. Jahr mit dem Wissen, das ich heute habe, zu meinem erfolgreichsten Jahr wird. Das ist das, was ich machen will. Oder? So, das heißt also, das ist auch ein wichtiger Punkt dann, über das werden wir dann noch reden, die Hoffnung, die Zukunft, oder? Also die Hoffnung in die Zukunft zu haben. Aber das, was ich jetzt noch sagen will, ist jetzt der nächste wichtige Meilenstein. Und der ist 1998 passiert und den erzähle ich auch immer wieder. Das heißt also,
Antonovsky ist für mich wichtig, die Studie Global Burden of Disease, weltgrößte Studie zu diesem Thema, und jetzt kommt der Schlaf. Und 1998 ist der damals führende Schlafwissenschaftler, weltweit führende Schlafwissenschaftler, in Pension gegangen und hat an der Universität emeritiert, hat also da seine Funktionen aufgegeben und hat wie üblich an der Stanford University eine Abschiedsrede gehalten. Und da sind jetzt auch wieder zwei Kernsätze, die mich seither begleiten. Und das war für mich ganz wichtig. Ende der 90er Jahre, da war ich mittendrin in meinen Projekten und die Leute haben immer nur geschaut und mich fragend angeschaut. Ja, so eine Art, was willst du mit dem Schlaf? Und wir schlafen doch alle. Und dann ist der Professor William C. Dement gekommen und hat Folgendes gesagt. Nach 40 Jahren Schlafforschung habe ich keinen Faktor gefunden, der einen größeren Einfluss hat auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit als der Schlaf. Über 90% unserer Gesundheit hängen vom Schlaf ab. So, jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Jetzt siehst du und jetzt sehen auch die Zuhörer oder die Zuhörer, dass der Schlaf, wenn es um Lebensverlängerung geht, wenn es um Aufrechterhaltung der Gesundheit, der Fitness geht, ist der wichtigste Einzelfaktor für uns Menschen. Es ist nicht angekommen, weder in der Medizin, noch in der Psychologie, noch in der Therapie. Der Schlaf ist nach wie vor total unterbewertet und wie ich gesagt habe, viele oder zahlreiche unserer Zivilisationskrankheiten entstehen dadurch, weil die Menschen zu wenig schlafen, weil sie schlecht schlafen, weil sie sich nicht im Schlaf erholen können. Und jetzt kommen wir wieder zum Antonovsky. Das heißt also, erste Säule Schlaf, zweite Säule Ernährung, dritte Säule Bewegung. Und das sind auch in der Zwischenzeit die drei Säulen der WHO. Die Weltgesundheitsorganisation hat also bereits vor ungefähr 20 Jahren den Schlaf neben der Ernährung und der Bewegung als dritte Säule für die Gesundheit in ihren Kodex aufgenommen. Das heißt, die nehmen quasi, das sind die drei Main Pillars, wenn man jetzt so diese Blue Zones anguckt, die ja sehr auch gerade beliebt sind, da kommt ja unter anderem auch das Thema Social und Community als sehr, sehr wichtig. Genau, das ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Der wichtigste. Das hat sich jetzt in den letzten 2,5 Jahrzehnten in den Studien und ganz krass ist es zum Vorschein gekommen während der Pandemie, dass eben ein absoluter Gesundheitsbooster sind die sozialen Kontakte. Das ist unsere Familie, das sind unsere Freunde, oder? Das ist einfach das, was sehr nahe um uns herum existiert und mit denen wir dauernd in Kommunikation und in Interaktion sind. Und je freundlicher und je harmonischer diese Kommunikation und Interaktion ist, umso heilvoller ist das. Das heißt also, wir Menschen scheinen irgendetwas in uns zu haben, um andere Leute gesundheitlich positiv beeinflussen zu können. So, ist nichts Neues, wenn wir verliebt sind, wenn die Hormone hochschießen, oder? Dann fühlen wir uns natürlich tipptopp rundherum. Und das sind alles Beispiele, die uns zeigen, dass eben die Emotionen und in dem Fall die positiven Emotionen Gesundheitsverstärker sind. Und jetzt kommt das nächste große Fass, mit dem ich mich auch seit über 20 Jahren beschäftige und wo in dem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich als Unterstützung für die Menschen, weil Menschen, die ihren Schlaf verbessern wollen, die müssen sich nicht nur um ihren Schlaf kümmern, sondern die müssen sich um ihr Leben kümmern. Die müssen sich um ihre Gesundheit kümmern, um ihre Fitness kümmern. Wenn das alles da ist, dann kommt der Schlaf viel lieber und dann wird der Schlaf auch viel besser funktionieren. Er funktioniert ja bei vielen Menschen nicht, weil alle diese Basics fehlen, die der Schlaf braucht. Und dieses nächste Modell ist das Modell der positiven Psychologie. Von Professor Martin Seligman, der hat es auch Ende der 90er Jahre dann quasi begonnen unter die Leute zu bringen. Und die positive Psychologie, die beschäftigt sich eben mit dem Thema, nicht
wie die, sage ich einmal, Schul- und Hochschulpsychologie mit den Problemen des Menschen, sondern die fokussiert sich auf die Stärken des Menschen. Und da gibt es eine schöne Metapher. Überall auf dieser Welt gibt es irgendwelche Klippen, wo Menschen sich bewusst zu Tode stürzen. Das heißt also, wenn jemand sich von dem Planeten verabschieden will, oder, dann gibt es Orte, wo er sich hinabstürzen kann. Und in der normalen Psychologie steht der Rettungswagen unten bei der Klippe. Und in der positiven Psychologie steht er oben an der Klippe. Und wenn man dieses Konzept ein bisschen versteht, dann weiß man, dass man natürlich einen super Unterstützer im Leben hat. Und auch der Antonowski sagt, Krisen und Katastrophen, die kannst du nicht vermeiden im Leben, aber sie sind nicht das Ende. Es geht immer weiter, oder? Und da hilft sowohl das Modell der Salutogenese als auch dieses Modell der positiven Psychologie. Also das jetzt nur als Tipp für jemanden, der jetzt wirklich die Idee hat, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Salutogenese ist ein gutes Beispiel, plus die positive Psychologie. Und jetzt kommen wir zu meinem Kernthema, dem Schlaf. Wenn das alles stimmt, was der William Sediment 1998 gesagt hat, dann ist vollkommen klar, müssen wir uns als allererstes, egal wo wir stehen im Leben, egal wie gesund oder wie krank wir sind, wir müssen uns um den Schlaf kümmern. Und das ist meine Botschaft. Und deshalb hat sich automatisch meine Mission auf dem Planeten ergeben. Ich möchte aus jedem schlechten Schläfer einen guten machen und ich möchte aus jedem guten Schläfer einen Superschläfer machen. Das ist das, was ich jetzt seit fast 40 Jahren mache und wo ich unterstütze und wo ich jetzt mehr und mehr logischerweise Zuspruch bekomme und wo es mir auch gelingt, mehr und mehr in dem Bereich der Medizin, in dem Bereich der Psychologie, neuerdings sogar in die Schulen einzudringen, um die Menschen mit Informationen zu versorgen, was sie tun müssen, weil es gibt Muss-Kriterien. Wenn du diese Muss-Kriterien nicht erfüllst, dann kommt dein Schlaf nicht. Also mit dem Schlaf ist es in der Zwischenzeit genau das Gleiche wie mit der Gesundheit. Die Gesundheit kommt nicht automatisch, sondern du musst was tun und der Schlaf kommt auch nicht mehr automatisch. Die Menschen liegen stundenlang wach im Bett und das führt dazu, dass sie ein Schlafdefizit entwickeln. Das heißt also, wenn du in der Woche jede Nacht nur eine Stunde Schlaf verlierst, sind es 7 Stunden, mal 4 Wochen, dann hast du 30 Stunden Schlafdefizit, mal 12 Monate, dann bist du über 400 Stunden Schlaf, die dir fehlen. Und die Schlafschulden, und das ist der größte Gesundheitshai, den wir kennen, sind Schlafschulden. Die sind viel, viel krasser als Finanzschulden. Diese Schlafschulden, die kumulieren sich auch wie ein Kredit. Irgendwann kommen die Zinsen und die Zinseszinsen dazu. Und du musst dir das so vorstellen, ich versuche das Leuten so zu erklären, du hast einen Rucksack und am Anfang ist der leer. Und mit einem leeren Rucksack wandern ist herrlich. Den spürst du nicht, oder? Da hast du keine Last und nichts. Und jetzt musst du dir vorstellen, für jede Stunde Schlaf, wo dir fehlt, kommt ein Stein in diesen Rucksack, der 1 Kilo hat. Und es vergeht eigentlich kein ganzer Monat, hast du dann schon Probleme, diesen Rucksack zu tragen. Und je mehr Steine da drinnen sind, umso schwieriger wird es, dass du gesund bleibst. Es ist eigentlich langfristig gar nicht möglich. Und wenn du lang genug schlecht schläfst, dann steigt dein Risiko für Herzinfarkt um das 6-fache, Schlaganfall, Detto, Depressionen um das 10-fache. Du hast ein hohes Risiko an Diabetes zu erkranken. Also alles Dinge, die wir ja kennen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nach wie vor Todesursache Nummer 1, hängen ursächlich mit dem Schlaf zusammen. Wenn du dann noch das Pech hast, dass du an einer Schlafapnoe leidest, das heißt, dass du in der Nacht Atemaussetzer hast und mehr oder weniger in einem Sauerstoffdefizit schläfst, ja, dann verlierst du Jahre.
dann verlierst du Lebensjahre, dann hast du keine Chance, alt zu werden. So, also man sieht jetzt schon, wo die Reise hingeht. Und jetzt kommen natürlich Dinge ins Spiel. Und vor 40 Jahren, also Anfang der 80er Jahre, habe ich ja zwei Visionen entwickelt. Oder? Man muss sich ja vorstellen, ich habe eine psychologische Praxis gehabt und habe nach 2 Jahren festgestellt, dass alle meine Klienten und Patienten haben einen gemeinsamen Nenner gehabt. Egal welches Problem sie hatten, sie haben alle schlecht geschlafen. So, und das war dann für mich der Start, mich mit dem Schlaf auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, was hat die Schlafstörung mit dem Problem von meinem Patienten oder Klienten zu tun? Und dann habe ich begonnen, den Schlaf zu optimieren. Am Anfang mit ganz verrückten Dingen. Ich habe die Leute geerdet im Schlaf. Da konnte damals niemand etwas anfangen mit dem Thema. Die Erdung hat man nur aus der Elektrotechnik gekannt. Man hat nicht Menschen geerdet, oder? Man hat damals, wo ich begonnen habe, hat man den Leuten gesagt, das darfst du auf keinen Fall machen, das ist lebensgefährlich. Also man hat sich hier auch nicht ausgekannt, was es heißt, den Körper zu erden. So, ich habe also festgestellt, dass es natürliche Einflussfaktoren gibt, die den Schlaf ruckzuck verbessern können. Und mit denen habe ich mich natürlich sehr intensiv beschäftigt. Daraus ist dann das Schlafkonzept entstanden. Und ich habe natürlich als Psychologe immer etwas im Fokus gehabt. Ich habe gewusst, wenn die Menschen etwas nicht leben, dann sind es Veränderungen. Die Menschen wollen sich nach Möglichkeit nicht verändern. Erst wenn sie Schmerzen haben, wenn sie einen hohen Leidensdruck haben, dann sind sie bereit. Und deshalb ist natürlich der Leidensdruck in einer Therapie ganz wichtig. Weil wenn mein Patient einen Leidensdruck hat, dann ist er auch motiviert, den wieder loszuwerden. Und deshalb ist es auch bei Kindern schwierig. Kinder entwickeln nicht so einfach einen Leidensdruck, oder? Die haben dann nicht die Motivation, die Dinge von sich aus zu ändern. Da musst du dann wieder mit anderen Mitteln und Methoden arbeiten. So. Das heißt also, ich habe mich immer auch darauf fokussiert, dass zumindest am Anfang keine großen Verhaltensänderungen notwendig sind, sondern ich habe mich konzentriert auf das Gesundheitstrio Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem. Und wir verbringen jedes Jahr, und die Leute vergessen das oder den Leuten ist das nicht bewusst, 120 volle Tage nur mit Schlafen pro Jahr. Das heißt, also ein Drittel des Jahres verschlafen wir. Ja, jetzt brauchen wir jetzt eigentlich auch keine großen Philosophen und Mediziner zu sein, um nicht zu erkennen, dass das ja einen Sinn haben muss. Also ich glaube, die Natur und die Schöpfung hat wenige Dinge präsent gemacht, die keinen Sinn machen, oder? Es ist irgendwo, dahinter ist irgendein größerer Sinn vorhanden. Also können wir davon ausgehen, dass der Schlaf natürlich einen Sinn hat, und der William C. Dement hat uns ja auch in Richtung Gesundheit signalisiert, dass 90% der Gesundheit vom Schlaf abhängig ist. So, das heißt also, wir wollen gesund alt werden. Und jetzt nehme ich nur ein Beispiel heraus. Diejenigen, die jetzt uns da zuhören und die im Moment irgendwo zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, die entscheiden, ja, da gehörst du dazu, die entscheiden ab jetzt, ob sie mit 70, 80 Jahren Alzheimer bekommen oder nicht. Die Alzheimer-Krankheit wird zunehmen. Also wir haben jetzt aktuell weltweit schon 60, 70 Millionen Alzheimer-Patienten. Das ist eine der Krankheiten, die auch explodieren wird, wie viele andere, die wir kennen. Und der Hintergrund ist wieder der Schlaf. Wer hätte gedacht, dass die Entstehung der Alzheimer-Krankheit überhaupt etwas mit dem Schlaf zu tun hat? Heute wissen wir, beziehungsweise seit über 10 Jahren wissen wir, dass während dem Schlaf, und jetzt sage ich wieder während dem gesunden, guten Schlaf, sich unser Gehirn entgiftet. Ein hochkomplexer Vorgang, das heißt also, man kann sich das ungefähr so vorstellen, unser Gehirn schrumpft um etwa 20%. Das Gehirnwasser, dieser Likör, hat dann mehr Möglichkeiten, quasi in die Zwischenräume zu kommen.
Und dann entstehen sogar im Schlaf und vor allem im Tiefschlaf Druckquellen. Und diese Druckquellen sind so wie ein Kercher sozusagen und reinigen die Nervenbahnen und Neuronen von Plaque. Das heißt also von Ablagerungen. Und das sind diese berühmt-berüchtigten Beta-Amyloide, die schlussendlich die Urursache der Alzheimer-Krankheit sind. Also das heißt, das ist jetzt hier wieder ein gutes Beispiel. Du kannst schon alt werden, aber wenn du mit 80 Alzheimer hast, was willst du dann? Frage ich dich, oder? Dann wartest du eigentlich nur noch auf deinen Tod, oder? Oder viele auch nicht, oder? Weil viele das ja gar nicht realisieren, ihre Krankheit und die Dramatik ihrer Krankheit. So. Geht denn diese Reinigung des Gehirns in der Regel im Tiefschlaf? Ja, also es gibt jetzt eine ganz neue Studie von der Universität Oslo, die ist 2023 herausgekommen. Die haben natürlich das bestätigt und haben aber auch quasi in ihren Forschungsergebnissen darauf hingewiesen, dass auch in anderen Schlafphasen solche Reinigungsprozesse stattfinden. Aber ich sage jetzt einmal, die Hauptreinigung findet im ersten Nachtdrittel statt, während wir schlafen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher sagen wollte. Ich habe ja zwei Visionen gehabt. Die erste Vision war, dass ich gesagt habe, ich möchte den Schlaf der Menschen messbar verbessern. Ja, das hat sich gut angehört, oder? Und hat auch eine gewisse Akzeptanz gefunden. Die zweite Vision, die war schon mehr Science Fiction für die Leute, weil da habe ich gesagt, ich möchte die Menschen im Schlaf therapieren. Dann haben die Leute gesagt, ja, ist der nicht ein bisschen verrückt? Wie soll das gehen? Wie kann man einen Menschen, der schläft, therapieren? So, heute, 40 Jahre später, haben wir eine Reihe von passiven Therapien. Dazu zählt unter anderem eben auch die Körpererdung. Und dazu zählt ein ganz weiterer wichtiger Schritt, nämlich, dass ich also seit 15 Jahren dafür kämpfe, dass die Menschen nicht mehr flach schlafen. Und ich möchte es jetzt für diejenigen, die jetzt da vielleicht ganz neu sind, mit diesem Thema kurz erklären. Ich habe vor knapp 20 Jahren ein Buch in die Hände bekommen von der Dr. Joan Wernikos. Das war eine NASA-Wissenschaftlerin in Pasadena. Die ist dann vermutlich auch in Pension gegangen und dann ist er langweilig geworden und dann hat sie ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat geheißen Sitting Kills You and Moving Heals You. Also das Sitzen bringt dich um und die Bewegung heilt dich. Und der Hintergrund waren die jahrzehntelangen Forschungen der NASA, was für Auswirkungen es hat, wenn Menschen sich in der Schwerelosigkeit befinden. Wir sind jetzt da alle in der Schwerkraft. Und wenn ich stehe, wenn ich gerade stehe, dann habe ich 1G Einfluss. Wenn ich sitze, habe ich nur noch 0,3G Einfluss. Und wenn ich liege, habe ich fast 0. Dann liege ich in einem Null-Schwerkraftfeld. Und das war dann der Schlüsselsatz in diesem Buch, der mich wirklich ohne Übertreibung fast vom Hocker gehauen hat. Sie hat beschrieben, wir haben jahrelang verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht, die Schwerelosigkeit, von der wir wissen, dass sie zu vielen körperlichen und psychischen Problemen führt, wir haben nach Möglichkeit gesucht, wie wir das auf der Erde simulieren können. Und am Schluss war die Lösung eine ganz einfache. Wir haben die Menschen flach schlafen lassen. Dann habe ich noch einmal geschaut, flach schlafen lassen. Dann habe ich überlegt, wir schlafen doch alle flach. Wer schläft nicht flach? So. Und mein Gehirn hat dann sofort gesagt, wenn nicht flach, dann schräg. Und ich war natürlich dann nicht so vermessen, beziehungsweise habe ich mir das gar nicht zugetraut, dass jetzt ich der Einzige auf dem Planeten sein soll, der über dieses Thema nachdenkt. Da müssen doch schon andere da gewesen sein. Und ich habe dann auch zwei gefunden, einen amerikanischen Mediziner und einen englischen Hobbyforscher, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Wie können wir die Schwerkraft wieder aktivieren? Und die Joan Wernikos hat dann uns aufgezeigt, warum das Trampolin eigentlich das genialste Trainingsgerät ist, weil wenn wir auf dem Trampolin hüpfen, dann können wir viel Schwerkraft induzieren. Abgekürzt heißt das,
Der moderne Mensch hat durch zu viele Sitzen, durch flaches Schlafen und Liegen, hat ein Defizit an Gravitation. Und obwohl die Gravitation heute aus wissenschaftlicher Sicht ein absolutes Vitalparameter ist, hat es die Gravitation bis heute nicht in die Medizinbücher geschaffen. Ich habe jetzt einfach dafür gesorgt, dass wir wenigstens im Schlaf wieder Gravitation bekommen, indem wir schräg schlafen. So. Und jetzt kommt das Thema Langlebigkeit. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Mein Partner, der Professor Hecht, der 30 Jahre Leiter war an der Schlafmedizin der Charité, also hervorragender Wissenschaftler, Arzt, ein unglaublich, sage ich einmal, empathischer Mensch, der sich integrativ beschäftigt hat, ganzheitlich. Und das war der erste, den ich angerufen habe, wo ich diese Idee des Schreckschlafes gehabt habe. Und um das jetzt abzukürzen, er hat gesagt, das ist genial, das müssen wir machen. Und er hat, was ich nicht gewusst habe, einen Hintergrund gehabt, sogar als Weltraummediziner. Er hat nämlich mit den Russen die Soyuz-Projekte gemacht. Also hat er mir natürlich Studien und Material liefern können, dass diese Umsetzung, vor allem in welchen Schrägegrad wir gehen, für mich ganz einfach war. Und er hat nach ungefähr einem Jahr, und er war mein erstes Versuchskaninchen, wenn man das so nennen will, mit dem Schrägschlaf, hat auch noch ein Schlafapnoe gehabt, haben wir alles weggebracht im Schrägschlafen. Und er hat eine Hochrechnung gemacht und hat gesagt, alleine durch den Faktor Schrägschlafen lebe ich 10 Jahre länger. 10 Jahre lebe ich länger. Das ist natürlich eine Riesensensation, ne? Genau. Und er ist 20, 22, 98-jährig verstorben. Und wir wollten gemeinsam den 100er feiern. Und er war leider ein indirektes Corona-Opfer, weil er war also wirklich noch fit. Er ist jeden Tag 2 Stunden hat er Nordic Walking gemacht. Ich habe gewusst, oder? Er hat seit über 25 Jahren auf dem Samina geschlafen. Er hat geerdet geschlafen. Und er hat die letzten Jahre schräg geschlafen und er hat dann durch eine Sichtbeeinträchtigung, durch die Maske, ist er an einer Bushaltestelle ausgerutscht und ist auf die Bordsteinkante gefallen, hat sich 2 Halswirbel gebrochen und dann war natürlich schnell einmal das Ende da. Aber er ist ein gutes Zeichen, oder? Er hat immer auf seinen Schlaf, sein Schlaf war logischerweise, er war ja der Schlafexperte, er hat ja über 50 Bücher geschrieben, Gesundheitsbücher, und in jedem Buch, das er geschrieben hat, ist natürlich der Schlaf vorgekommen, und in den letzten 20 Jahren ist auch immer Samina vorgekommen, bin auch immer ich vorgekommen, da hat er also immer diese Konzepte gelobt, und die Schrägschlafsituation, die Erdungssituation, das sind ganz klar lebensverlängernde Dinge, die Menschen machen können. Also das heißt, ich muss jetzt noch gar nicht den großen Sprung machen zur Ernährung und zur Bewegung, sondern ich will einfach signalisieren, mit dem gesunden Schlaf und vor allem mit diesen passiven Therapien während dem Schlaf kannst du eindeutig und reproduzierbar dein Leben verlängern. Ja, das sind ein paar kleine Modifikationen, die dann, wie du es ja sagst, zum Beispiel zu 120 Tagen im Jahr lebensverlängernden Maßnahmen führen, da wir ja so lange im Bett liegen. Genau. In der Regel, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und wenn man da mal die Kosteneffizienz dagegen rechnet, dann ist es ja so gut wie Zero. Genau. Ja, nicht nur Zero, sondern du kriegst was raus. Ja, oder? Ja. Du musst am Anfang ein Geld in die Hand nehmen, oder? Das ist eine Investition. Aber der sogenannte ROI, der Return of Investment, der ist natürlich enorm hoch beim Schlaf, enorm hoch. Weil jetzt kommt es ja, in dem Moment, du besser schläfst, wirst du automatisch dich gesünder ernähren. Da brauchst du gar niemanden. Da brauchst du nicht irgendeinen Spezialisten. Du wirst dich automatisch gesünder ernähren. Du wirst weniger Zucker nehmen, du wirst weniger Junkfood nehmen und du wirst dich mehr bewegen. Das ist durch Studien alles nachgewiesen. Und jetzt sind wir wieder bei der positiven Psychologie, du wirst eindeutig viel mehr hilfreiche Gedanken haben, wenn du gesund schläfst. Menschen, die schlecht schlafen, haben logischerweise viel mehr negative Gedanken als Menschen, die gut schlafen.
Also das heißt, alle diese Zusatzgeschichten, und jetzt kommen wir zum Sozialen. Wenn du gut schläfst, bist du viel sozialer, du bist viel empathischer. Also das heißt, deine Kommunikation mit deinem unmittelbaren Umfeld wird der bessere sein. Und wenn wir an die Resonanz glauben, dann wird dort natürlich viel mehr Positives von den Menschen zurückkommen, wieder zu dir, wo dich wieder unterstützt in deiner körperlichen, psychischen Gesundheit und wo wieder dein Leben verlängert. Also ist quasi ein Indikator, wenn ich schlecht drauf bin die ganze Zeit und mich wenig bewege, und das wissen wir ja auch schon lange, dass wenn ich mich sehr ungesund ernähre oder sogar überkalorisch, dann sind das hervorragende Indikatoren dafür, dass ich auf meinen Schlaf achten sollte, denn dann ist er absolut nicht gut. Dann brauche ich nicht mal eine Tracking-Uhr, sondern dann weiß ich schon automatisch, Tiefschlaf, REM-Schlaf, da scheint was nicht zu stimmen. Ne? Und dann der vierte oder fünfte Indikator, ich liege öfter länger wach, wie du es ja sagst, nur eine Stunde am Tag oder eine Stunde in der Nacht liege ich wach. Das multipliziert sich, also daran kann ich sehr, sehr einfach und ohne Kosten entdecken, wie gut ist es um meinen Schlaf bestellt. Genau. Vielleicht noch eine kleine Geschichte auch zum ganzen Tracking. Weil das ist jetzt auch etwas, oder wo wir jetzt in den letzten Jahren, und speziell ich in den letzten Jahren jetzt in Angriff genommen habe. Ich war ja nie ganz glücklich mit diesen ganzen Tracking-Methoden, mit dem Smartphone. Jetzt haben wir zwar bessere Geschichten am Laufen, wo quasi dann über Algorithmen der Herzratenvariabilität und so weiter auch der Schlaf in den Fokus genommen wird. Aber wir müssen uns über etwas im Klaren sein. Alle diese quasi Hilfsmaßnahmen, die in die richtige Richtung gehen und mit denen die Menschen jetzt einmal schon beginnen können, irgendwas zu tun, haben natürlich in ihrer Genauigkeit nach wie vor große Mängel. Ich habe also einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der hat die letzten Monate die gängigsten am Markt befindlichen Schlaftracker untereinander verglichen und am Ende des Tages mit professionellen Schlafmessgeräten. Und wir haben natürlich nach wie vor Unterschiede in der Genauigkeit von 30% und 40%. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir es nicht brauchen, oder? Also ich kann es für mich nicht brauchen, oder? Weil ich kann auch, wenn ich jetzt, sage ich einmal, ein prominentes Produkt habe wie die Apple Watch, oder? Die zeigt mir schon sehr viel an. Das heißt also, da kann ich schon sehr viele Vitalparameter rausnehmen. Ich sehe auch ein bisschen, was mit meinem Schlaf los ist. Aber in der Tiefe, um den Schlaf wirklich beurteilen zu können, sind wir weit weg. Und deshalb ist eines meiner Projekte aktuell, ich möchte jetzt das Schlafmessgerät herausbringen, einen digitalen Schlafcoach, der auf EEG-Basis funktioniert, das heißt, wo wir die Gehirnströme messen. Und die Messung der Gehirnströme ist nach wie vor der Goldstandard. Über etwas anderes brauchen wir nicht nachdenken. Also, Und ich kann mich erinnern, wo wir Tests gemacht haben, schon vor vielen Jahren, schon, wo die ersten Tracker rausgekommen sind. Und du bist quasi vor dem Einschlafen, hast du ein Buch gelesen und hast dich überhaupt nicht bewegt. Dann hast du am nächsten Tag eine Stunde mehr Tiefschlaf drauf gehabt. Ja? Und das ist natürlich ein Unsinn, oder? Über das müssen wir uns im Klaren sein. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, die Menschen, und da sind wir jetzt bei den professionellen Biohackern, oder? Die alles tracken an ihrem Körper, das führt zu Stress. Also diese Feedback-Schleife, dass alles, was ich tue, ich versuche in oder mit meinen Messergebnissen abzugleichen, oder? Das ist natürlich nicht für alle Menschen gut. Ja? Weil da sind wir auch wieder bei den Blue Zones, die ja quasi diese alten Völker, die lange und gesund und glücklich leben, die messen ja quasi gar nichts. Und da kommt der ursprüngliche Spruch wieder so gut zur Geltung, der ja heißt, Unwissenheit ist ein Segen. Also die kümmern sich einfach um nichts anderes als um ihre Gesundheit, um ihr Glück, um den Spaß im Leben, um ihre Community, ne? Und genau. Was da sonst draußen passiert, kein Fernseher, kein Radio und all diese Dinge, damit stressen die sich gar nicht. Und wenn wir wissen, dass Stress heute der größte Killer ist, genau, dann wissen wir auch schon, was wir jetzt zu tun haben. Ne? Also von daher auch sehr gute Einander. Genau, also das heißt, Intelligenz ist ganz sicher
nicht unbedingt notwendig, um Gesundheit zu fördern. Im Gegenteil, bei vielen Menschen kontraproduktiv. Es ist nach wie vor so, dass der dümmste Bauer sinngemäß hat die größten Kartoffeln, weil er denkt nicht über Dinge nach, die quasi zu kleineren Kartoffeln führen könnten oder die seine großen Kartoffeln schädigen, sondern er geht einfach davon aus, dass es so ist. Und das heißt, der Mindset, und jetzt sind wir beim nächsten wichtigen Thema, Mindset, das heißt, wie ist meine Einstellung zum Thema Gesundheit? Und natürlich wissen wir nach wie vor nicht konkret, wie die Gesundheit entsteht. Wir wissen auch nur im Ansatz, wie Krankheit entsteht. Also die Pathogenese ist das Gegenteil der Salutogenese. Und die Pathogenese beschäftigt sich mit den Krankheiten und beschäftigt sich in letzter Konsequenz auch mit den Behandlungen von Krankheiten. Aber es gibt nach wie vor viele, 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 viele Gesundheitsstörungen, von denen wir nicht wissen, wie sie entstehen. Und ich beschreibe in meinen Büchern auch immer ein bisschen das Kapitel der Epigenetik. Wir haben natürlich einen Einfluss auf Dinge, auch wenn jetzt wir genetisch nicht super, super gut ausgestattet sind und ein paar Defizite haben, können wir mit unserem Mindset, mit unseren Gedanken, mit unserem Glauben bis hin zum Placebo-Effekt, können wir Dinge drehen. In Wirklichkeit können wir alles drehen, wir können alles neu kreieren, wir können alles neu schaffen. Und da müssen wir hin. Das ist eigentlich der Weg, um auch unser Leben zu verändern. Und in der positiven Psychologie, da gibt es ja dieses Perma-Modell, was dort alles wichtig ist, aber dort sind natürlich ähnliche Dinge beschrieben, die wir auch vom Antonowski kennen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich der Sinn des Lebens. Menschen, die für sich den Sinn des Lebens erkennen, die sind gesünder und die schlafen auch besser. Das wissen wir natürlich aus den Forschungen der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie ist eigentlich im Moment die einzige wissenschaftliche Grundlage, wie der Mensch zu Glück kommt, zu Glücksgefühlen kommt. Das ist eigentlich das Ziel der positiven Psychologie, dass wir glücklich werden. Und das ist etwas, was in jedem Menschen drinnen steckt. Wir wollen glücklich sein und wir wollen im Leben Glück haben. Und Glück und Erfolg sind kein Zufall, sondern an dem musst du arbeiten. Und das ist eigentlich die Botschaft. Und deshalb ist natürlich auch klar, dass viele Dinge, die man uns verspricht in der Werbung, natürlich am Ende nicht haltbar sind. Funktioniert nicht. Das heißt, wie du am Anfang gesagt hast, diese Superpille, die gibt es nicht, die hat noch niemand erfunden und die wäre auch ein Unsinn, oder? Weil das Leben und die Gesundheit, die sind in sich so komplex, dass wir das gar nicht erklären können, oder? Weil es ist ja schon schwierig genug, die Gesundheit überhaupt zu definieren. Und wir wissen ja, dass die Gesundheit natürlich viel, viel, viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Ja, so. Also das heißt, es ist schon mal grundsätzlich wichtig, darüber nachzudenken, wie definiere ich selber Gesundheit, wann fühle ich mich gesund, was ist Gesundheit für mich? Und dann der nächste Schritt ist, alle diese Tools, die wir jetzt da besprochen haben, in Angriff zu nehmen. Und gerade die passiven, oder? Also zum Beispiel, ich empfehle den Leuten, alle halbe Stunde aufzustehen. Das lange Sitzen ist einer der größten Probleme für den Menschen. Das heißt, also, wenn du lange sitzt, wenn du eine halbe Stunde am Stück sitzt, dann beginnt quasi dein Körper, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Intelligenz des Körpers gibt, dann beginnt dein Körper darüber nachzudenken, was stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht, dass jemand eine Stunde sitzt. Und dann beginnt quasi der Körper gleich mit seinem Notfallprogramm. Und das Erste, was er macht, ist, dass er beginnt, deine Faszien zu verkleben. Und deshalb haben natürlich Leute, die viel sitzen, Rückenprobleme. Vor 20, 30 Jahren haben die Orthopäden alle noch von Bandscheiben und anderen Geschichten erzählt. Heute wissen wir, eine der Grundursachen ist das Faszienproblem. Unsere Faszien, also
wollen wir jetzt nicht allzu tief eintauchen, kann jeder googeln. Das ist einfach ein Teil unseres Bindegewebes und das ist wichtig, dass das flexibel bleibt, dass das quasi auch geschmeidig bleibt. Und das unterstützt unsere Muskulatur, unsere Gelenke, unsere Wirbelsäule, unsere Organe werden durch die Faszien gehalten und vieles andere. Wir haben über diese Dinge sehr ausführlich in unserem ersten Interview gesprochen, lieber Günther, was ich bei dir geführt habe. Und da sind diese Dinge, auch die ganzen natürlich passiven und aktiven Schlaf-Positiv-Einflussfaktoren erzählt im Detail. Deshalb brauchen wir heute ja nicht mehr drauf so intensiv darauf einzugehen. Fand ich aber spannend und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hatte ich erzählt, dass ich in der Nacht mindestens 3-4 Mal auf Toilette muss und dann war so deine erste spontane Reaktion, oh, das ist aber nicht so gut und dann hast du, glaube ich, so sinngemäß gesagt, wenn ich es mal richtig überlege, ist das gar nicht so schlecht, weil du kommst ja dann immer wieder mal zumindest kurz in die Bewegung und wenn du dann wieder sehr schnell einschläfst, ist es dann gut. Also genau, das war lustig. Du kannst Schwerkraft aktivieren, oder? Genau. Ja. Du kommst schon flachen Liegen weg, oder? Aber klar ist, und jetzt wollen wir vielleicht zum Schluss hin auch noch drüber reden, was es überhaupt bedeutet, gesund zu schlafen. Weil das ist ja eigentlich die größte Herausforderung. Die Empfehlung, gesund zu schlafen, ist schnell ausgesprochen, oder? Das ist ein Satz. Ich sage dir, ja, lieber Christian, versuch einfach gesund zu schlafen. So. Und das ist natürlich ganz wichtig zu definieren, was ist ein gesunder Schlaf? Und der Schlaf ist so komplex, also wir könnten eine ganze Woche reden miteinander und ich könnte so viele Dinge erklären, was es alles braucht, bis hin zum zirkadianen Rhythmus, oder? Das heißt, der Schlaf ist ja ein Teil dieses 24-Stunden-Zyklus und der Schlaf korreliert mit der Nacht. Also ist die beste Zeit zu schlafen die Nacht. Da beginnt schon. So. Jetzt viele Menschen versuchen am Tag zu schlafen und ich sage es noch drastischer, oder? Wir haben die Situation, die Menschen sind am Tag müde und schläfrig und in der Nacht sind sie wach. Und ein Teil von dieser Problematik ist geschuldet ihrer inneren Uhr, weil ihre innere Uhr nicht mehr synchron läuft. Und die innere Uhr ist quasi abgeeicht auf den Lauf der Sonne. Hat also mit Licht zu tun, mit der Sonne und mit dem Tageslicht. Und deshalb brauchst du natürlich auch viel Tageslicht, um in der nächsten Nacht gut schlafen zu können. Aber kurz erklärt, was ist ein gesunder Schlaf? Und da kommt uns die Schlafmedizin natürlich zur Hilfe. Das heißt, in der Schlafmedizin ist natürlich und muss auch ganz klar definiert sein, was ist ein normaler gesunder Schlaf? Wie schaut der aus, oder? Und die Schlafmedizin, die hat hunderte Millionen Messungen gemacht, seit es die Schlaflabors gibt. Das heißt, also da sehen wir natürlich genau, wenn wir diese berühmte Gaußsche Glocke uns anschauen, gibt es einfach eine Form des Schlafes, die wir als gesund und als supergut anschauen können. Und das beginnt beim Einschlafen. Ein gesunder Mensch schläft zwischen 10 und 15 Minuten ein. Dann haben wir die Schlafphasen, das heißt also die Schlafphasen korrelieren mit unseren Gehirnströmen. Wenn wir einschlafen, kommen die Gehirnströme von oben nach unten. Jetzt, wenn wir reden, sind wir irgendwo im Beta-Bereich, 14, 25 Hertz. Wenn wir jetzt uns nicht groß aufregen, geht es auch nicht darüber. Und das ist natürlich dann etwas, was automatisch früher funktioniert hat und wo wir jetzt natürlich vermehrt Probleme haben, weil immer mehr Faktoren dazukommen, die quasi diese Regelprozesse stören. Das ist Kunstlicht, das ist Lärm, das sind elektromagnetische Felder. Also da gibt es, ich habe da bis zu 40 verschiedene Parameter habe ich analysiert und geschaut, wie wirkt wo was, warum, wieso. Das heißt, das Einschlafen ist wichtig, dann tauchen wir ab. Da haben wir also die Schlafphasen. Die Phase 1 mit Leichtschlaf, Phase 2 ebenfalls noch Leichtschlaf, das geht dann in den Theta-Bereich, Gehirnströme kommen weiter nach unten, Theta-Bereich 4 bis 7 Hertz und dann kommt der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist gekennzeichnet durch eine langsame Wellenbewegung im Gehirn, der Delta-Schlaf und der Tiefschlaf ist ganz wichtig für die körperliche Regeneration und das findet im ersten Nachtdrittel statt. Dann tauchen wir langsam auf, wieder an die Oberfläche und dann kommt der Traumschlaf.
Das heißt, am Ende eines Schlafzyklus tritt der Traumschlaf ein, der sogenannte REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, wo wir also unsere Augäpfel ganz schnell unter den geschlossenen Augenlidern hin und her bewegen und dann tauchen wir wieder ab. Und ein Schlafzyklus, das heißt vom Einschlafen bis zum Träumen, dauert ungefähr 90 Minuten. Und wenn wir jetzt über die Langlebigkeit reden, und die größten Studien hat man in China gemacht. Warum? Weil China ist das einzige Land weltweit, wo über 50 Millionen Menschen hat, die über 75 Jahre alt sind. Und da kann man natürlich solche Studien super gut machen über die Langlebigkeit, oder? Das wird dann über die ganzen Jahre verfolgt. Und da sieht man, die höchste Wahrscheinlichkeit, alt zu werden, hast du mit einer Schlaflänge von 7,5 Stunden. Alles, was in Richtung 6 und unter 6 geht, ist aufgrund der Studien absolut lebensverkürzend. Also das heißt, wir haben es auch in der Hand, unser Leben zu verkürzen. Also der Schlaf ist jetzt ja nur ein Teil, oder? Wir brauchen uns nur lange genug, ungesund zu ernähren, uns nicht zu bewegen und alle diese Dinge machen, von denen wir wissen, dass sie für unsere Gesundheit nicht gut sind. Bis hin auch zum negativen Denken und negativen Mindset. Und wichtig ist, die Schlafkontinuität, das heißt also, wir sind Blockschläfer, das heißt, wir absolvieren den Schlaf an einem Stück. Vor noch nicht allzu langer Zeit, man kann das zurückdrehen, irgendwo 200 Jahre, waren wir Menschen keine Blockschläfer, sondern da haben wir einen sogenannten polyphasischen Schlaf gehabt. Also das heißt, wir haben 2-3 Stunden geschlafen, dann waren wir wieder eine Stunde wach, sind auch aufgestanden, haben Tätigkeiten verrichtet und so weiter. Aber heute sind wir Blockschläfer, also ist es wichtig, dass wir ohne große Unterbrechungen schlafen. Und die Überraschung ist immer, und das sieht man natürlich, wenn man Schlafmessungen macht, der Mensch wacht so im Schnitt ungefähr 20, manche 30 Mal pro Nacht auf. Aber das sind Mikrowachphasen. Das heißt, also, die sind nur ganz kurz, oft nur ein paar Sekunden und längstens 1-2 Minuten. Und alles, was über 2 Minuten läuft, an das können wir uns am nächsten Morgen erinnern. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Parameter. Das ist in der Zwischenzeit aus meiner Sicht etwas vom Wichtigsten geworden, neben der Schlafqualität, nämlich die Schlafeffizienz. Und der Mensch, der moderne Mensch, kann nicht mehr effizient schlafen. Das heißt, du liegst 8 Stunden im Bett und schläfst davon nur 6. Ergibt eine prozentuelle Effizienz von 75%. Und das ist hundsmiserabel schlecht. Ein Superschläfer hat 97% Schlafeffizienz. Das heißt, die Zeit, wo der im Bett ist, schläft er. Und das sind alles die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Wie kann ich, ohne dass jetzt der Einzelne was tun muss, dafür sorgen, dass er schneller einschläft, dass er besser durchschläft, dass er weniger aufwacht, dass er sich besser erholt. Und deshalb haben wir die Erdung, deshalb haben wir den Schreckschlaf, deshalb haben wir jetzt begonnen mit der Musikmedizin im Schlaf, deshalb haben wir jetzt begonnen mit digitalen Sonnenauf- und Untergängen, weil die Menschen ja keine Sonnenaufgänge und Untergänge mehr erleben. Wer erlebt das? Niemand. Kein normal arbeitender Mensch hat in der Regel einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Ja, also wenn man Schlafforschern zuhört oder auch diese Tracking-Devices nimmt, dann ist eines der Sachen, die man eben dann einloggen sollte, siehst du direkt das Sonnenlicht nach dem Aufwachen oder dimmst du deine Beleuchtung nach Sonnenuntergang, und genau das ist ja das, was du gerade sagst und was extrem wichtig ist und unseren ganzen Hormonhaushalt steuert. Genau. Ich finde es sehr gut, dass du jetzt zum Schluss nochmal die Schlafeffizienz angesprochen hast, denn da können ja jetzt einige von sich sagen, ja, ich bin auf jeden Fall 8 Stunden im Bett, zum Beispiel von 22 bis 6 Uhr jeden Tag, und schlafen dann tatsächlich vielleicht nur 6 Stunden, dann wären sie zwar per Definition in einer Langlebigkeitsschlafphase, aber durch die nur 6 Stunden sind sie lebensverkürzend sogar. Ne? Genau,
Genau. Also das ist genau das, wo jetzt eigentlich die Aufgabe ist, von jedem, der sich für das Thema interessiert, zu hinterfragen, wo stehe ich, wo soll meine Reise hingehen. Und ich kann nur noch einmal sagen, nach 40 Jahren Befassung mit dem Schlaf, egal wo du stehst im Moment, egal wie es dir geht, das allererste, was du in Angriff nehmen musst, ist dein Schlaf. Und du musst die Illusion aufgeben, dass du mit einer Matratze aus dem Internet und für 500-600 Euro deinen Schlaf verbessern kannst. Das möchte ich vielleicht am Schluss auch noch abrunden. Punkt 1 ist einmal wichtig zu verstehen, was braucht der Schlaf für konstante Schlüsselfaktoren, dass er funktioniert. Oder? Da zählt zum Beispiel dazu, die Dunkelheit ist gut. Also im Dunkeln schläfst du eindeutig besser als unter Lichteinfluss. Menschen, die krank sind, vor allem krebskranke Menschen, sollten Lichteinflüsse während dem Schlaf absolut vermeiden. Die Krebszellen wachsen um das Dreifache schneller unter dem Einfluss von Kunstlicht während dem Schlaf als ohne Licht. Oder? Das als kleiner Tipp für Leute, die in solchen Situationen sind. Und wichtig ist, diese Muss-Kriterien zu kennen. Und da wirst du dann freundlicherweise ein paar Links einmal einpflegen, wie unser Schlafmagazin, einfach gesundschlafen.com, wo in der Zwischenzeit 10.000 Seiten von Google indexiert sind. Da kann man sich umfassend zum Thema Schlaf informieren. Das würde ich auf jeden Fall machen und da eben auch drauf verweisen, weil man kann zwar jetzt nochmal von dir, ja, das ist eher hören, aber besten, oder? Das ist auch unser 2-Stunden-Interview damals, was immer noch online ist in YouTube, kann ich da auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr über der Zeit, das ist, glaube ich, gut. Und ich glaube, wir haben die wichtigen Dinge ein bisschen antriggern können, um was es überhaupt geht, wenn es um die Langlebigkeit geht. Und da spielt einfach der Schlaf eine dominante Rolle und natürlich die Einsicht, ich habe es selber in der Hand. Ich habe es selber in der Hand, oder? Es gibt natürlich Einflüsse, die da sind und das sind die äußeren Einflüsse. Und es hat alles, was wir tun und alles, was wir leider auch nicht tun, hat sofort einen Einfluss auf die Gesundheit und den Schlaf. Alles. Absolut. Und, oder? Und das ist alles miteinander vernetzt. Und wenn ich an einem Ende was zu viel mache oder zu wenig mache, dann wirkt sich's am anderen Ende wieder aus. Das ist also genommen einfach und trotzdem sehr kompliziert. Absolut. Ich würde zum Schluss tatsächlich nur noch eine Frage stellen, die mich natürlich auch von dir persönlich interessiert, dass eben die Zuhörerinnen und Zuhörer da eben auch dich persönlich noch ein bisschen besser kennen. Du sagst, du hast dein 71. Lebensjahr wie das erfolgreichste deines Lebens bisher und du kennst deinen Lebenssinn. Magst du das beides verraten kurz? Ich habe gesagt, ich werde jetzt am 2. Oktober 70 Jahre alt und mein Ziel ist es, dass ich mein 71. Lebensjahr mit dem Wissen, das ich jetzt nach 70 Jahren habe, zu meinem erfolgreichsten mache. Und unter anderem bin ich eben dran, einen Bestseller zu schreiben. Der soll dann vor dem Sommer herauskommen. Der Verlag hat es ohne mein Zutun sofort als Schwerpunktbuch quasi aufgenommen. Oder? Also das heißt, es läuft alles in die richtige Richtung. Und ja, und da mache ich dann auch ein Experiment. Da werde in dem Buch möchte ich mit den Lesern ein 1% Feldexperiment machen. Das heißt also, wenn es uns gelingt, dass wir innerhalb vom deutschsprachigen Raum mit diesen Botschaften 1 Million Menschen, das ist 1% von 100 Millionen, erreichen, dann können wir einen Feldeffekt erwirken. Das heißt also, dann besteht zumindest einmal die theoretische Möglichkeit, dass dann alle Menschen davon profitieren können. Und das ist natürlich ein Naturgesetz, das kennt man aus dem Ayurveda, aber wir kennen es auch aus anderen Gebieten, oder? Wir wissen, dass wir in unserem Herzen 1% Helferzellen haben und das genügt, um den Takt unseres Herzens, den Rhythmus zu bestimmen. Oder wenn wir ein Stück Eisen haben, dann genügt es, wenn 1% davon magnetisiert wird, dann wird das ganze Stück magnetisiert. Also das sind alles hochinteressante Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Und eines meiner Steckenpferde ist natürlich die Quantenphysik.
Und da habe ich natürlich deshalb immer eine gute Hoffnung, weil die Quantenphysiker das selber nicht verstehen. Also habe ich damit wenig Mühe, oder? Weil ich rede mir gar nicht ein, dass ich es verstehe. Aber trotzdem beschäftige ich mich mit den Quantenfeldern und welchen Einfluss diese eben haben, auch auf die Gesundheit. Und ich glaube selber, dass Gesundheit ansteckend sein kann und dass auch der gesunde Schlaf ansteckend sein kann. Oder? Und ja, mehr und mehr Menschen kümmern sich darum und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass irgendetwas im Hintergrund hinter diesem berühmten Vorhang passiert, um die Menschen doch auf eine richtige Spur zu bringen. Oder? Und das ist so mein täglicher Antrieb. Am Ende des Tages noch einmal, wenn die Menschen die Botschaft richtig aufnehmen, vom Denken ins Handeln kommen, dann ist doch für uns alle super. Mega. Mein Herz hast du erreicht und wir beide und viele mehr sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall 1% erreichen. Vielen lieben Dank, liebe Günther, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast und dein enormes Wissen in allen möglichen Feldern zum Ansatz nur geteilt hast. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich auch Samina alles, alles Liebe und Gute, erdenklich Gute und wir machen das Buch auf jeden Fall zum Bestseller. Genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung und auch Grüße an alle und wünsche allen gute Gesundheit, guten Schlaf und bleibt einfach dran an dem Thema. Genau, und vor allem 120 Jahre alt werden. Genau. Also stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und setze die Schlafexperimente von Günther um. Ein paar davon kannst du jetzt sofort umsetzen, wie das Schreckschlafen. Also warte nicht länger drauf, du brauchst wirklich wenig dafür. Danke, Günther, danke an dich, dass du zugehört hast, dass du dran geblieben bist und teile dieses Wissen sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, bis bald.